Und damit haben wir jetzt schon mal den ersten Akt des Zarows erledigt. Hey! Müssen wir jetzt hier alles nochmal durchspielen? Was passiert hier? Wo ist Plato geblieben? Plato, der tollpatschige Kröterich, ist leider kürzlich mit seinem Fahrrad verunglückt. Ach ja? Er brach sich alle Froschschenkel an einer Eiche, als er einen nutzlosen Brief für einen gewissen Jerry Haselnuss ausliefern musste. Miesmistiger Mückenlehrer! Hey, das ist doch verknollte Kartoffelnasenrotze! Vielleicht kann der mir ja helfen. Okay, wir gucken erstmal. Hier liegt wieder das Skript. Wir müssen jetzt wahrscheinlich in allen vielen Dingern. Zweiter Akt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich alle Nägel entfernen. Jerry nimmt ohne zu zögern das Gold vom Kobold an und beendet dafür seinen aussichtslosen Kampf. Und hört auf zu leben. Ja, hier kann die schreckliche Musik aufhören. Das ist echt schlimm. So, mal gucken, wir kriegen das hin. Erst wolltest du Wünsche und jetzt mein glitzerndes Gold? Hätte ich mir ja denken können. Und alles, was du tun musst, ist mir dein Leben zu geben. Hier auf der Bühne. Jerry war sofort fest entschlossen, eben dies zu tun. Ende. Das werde ich nicht tun. Aber genau. Gold ist die stabilste Wertanlage, die es gibt. Hauch dein Leben aus. Das ist besser für alle. Boah. So, hier, Riss in der Landschaft. Komisch. Da ist ja ein Riss im Hügel. Der dumme Junge fühlte, wie er langsam verrückt wurde. Die Realität selbst schien in die Brüche zu gehen. Da Lust ist auch was dahinter. Mit den Händen kann ich das nicht weiter aufreißen. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben ja noch den schwarzen Nagel. Damit könnte es doch wohl gehen. Damit müsste es gehen. Warte, Jerry. Ja? Willst du wirklich wissen, wie tief der Hasenbau reicht? Wie bitte? Du wirst ein schreckliches Geheimnis entdecken. Na gut. Hebel, das ist alles? Jerry war zu Tode betrübt vor Enttäuschung. Ja, dann ziehen wir doch mal den Hebel. Was gerade hat sich jetzt genau verändert? Komisch. Drücken wir mal den Knopf. Ups. Nein! Autsch! Der schöne Klee ist ab! Tut mir leid. Okay. Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Gibt's da drunter was? Nee. Oh, das ist diese Musik schrecklich. Alter Vater. Geschafft. Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Ha. Genau. Jerrys mörderische Falle schnappt zu und er stiehlt den viel schöneren Zylinder des armen Kobolds. Ganz im Gegenteil. Ich will doch nur den Zettel wegmachen. Genau. Ach, egal. Genau, lass die labern und oh, die Geräusche sind so krass laut. Mein armes Gold. Verdammt! Bei allen verrotzten Rotznasen, aller heulenden Küsten, Banshees! Das ist doch Jerry, der junge Klempner! Als hättest du mich aus meinem Wahn befreit. Mein Jung, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wen muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesem Irrsinn ein Ende zu setzen? Nein, 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 nein! Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Okay, mein Junge. Ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Haus. Hagel,
Regen- und Nebelschwaden. Danke, Mr. O'Donnell. Der Bann über mich ist gebrochen. Ich kehre heim. Ein O'Donnell ist für die Freiheit geboren. Merk dir das, du hässlicher Muschelhocker. So, da ärgert sich der Zarow und wir ziehen mal den Nagel hier raus. Zack. Pech gehabt. Bitch. So, und wahrscheinlich kommen jetzt noch zwei Räume. Mann, Mann. Ah, Kitsune. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Gib endlich auf, du Armleuchter! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Die Stimme ist ziemlich cool von ihm. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Ich glaube nicht. Kitsune. So, da ist wieder das Skript. Die Glocke, die können wir schlagen. Lauter! Und wie? Okay, das hat nicht so viel gebracht, aber ich weiß, dass wir noch das kleine Glöckchen in der Tasche haben. Die vielleicht helfen könnte. Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Törichter Junge, ich kann riechen, was du vorhast. Doch sie hört dich nicht. Sie ist mein. Sie ist sein. Okay, das wird so nicht klappen. Dann gucken wir mal. Lauter. Okay, das bringt so noch nichts. Das Skript liegt da und wir können sonst gar nicht mehr viel machen, oder? Gucken wir mal kurz. Noch mehr von den Dingern. Ich nehme die mal ab. Ich rieche einen Menschen. Meine Augen mögen blind sein, doch meine Nase täuscht mich nie. Wir Füchse sind gefährliche Tiere. Oh Mann, Kitsune klingt richtig gefährlich. Naja, geht so, ne? Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Hilft das damit vielleicht? Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Oh, was war das denn gerade? Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Oh. Kitsune! Jerry? Ja, es klappt cool. Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Ich
bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Jerry! Schnell, Kitsune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Okay. Und Jerrys Tonträger zersprang im Rucksack. Super, der Tonträger ist zersprungen. Er ist zersprungen. Ich bin besser vorsichtig mit den Scherben. Ich bin besser vorsichtig mit den Scherben. Ich bin besser vorsichtig. Okay, klappt also scheinbar nicht so richtig. Nichts. Schade. Und wenn ich sie täusche? Ich glaube, hier wird keine... Nein, okay. Ja, weg damit. Jetzt läuten wir das Glöckchen nochmal. Lauter! Wir reden nochmal mit ihr. Moment, vielleicht hilft das was. Kitsune, geht es dir gut? Jerry, ich... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert... Du magst es dir wünschen, ein Fuchs... Ich will... Oder... Kitsune, hör nicht auf ihn. Er ist nicht er selbst. Er wird dich für immer festhalten. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Ich weiß. Und das ist gut so. Du bist du. Du bist ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Füchse kämpfen! Sehr gut. So klappt das Ganze. Yeah. Das geht so noch wieder frei. Kitsune. Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand sieht wieder klar. Ich muss dir danken, Mensch. Sei ihr ein Freund. Geschafft! Yay! Freundschaft entfernt den Nagel? Na, das glaubt doch keiner. So, und einen letzten Nagel haben wir jetzt noch vor uns. Und dann sollten wir es bald geschafft haben. Das entzieht sich gerade so ein bisschen. Irgendwie. Das kommt, weil die Sprachanimationen manchmal ein bisschen lang sind. Wo bin ich jetzt? Überall Eis und Wasser, so weit das Auge reicht. Der Wind ist so kalt. Vor lauter Freude darüber, wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub? Riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib und sprang in das eisklare Wasser. Jerry on the rocks. Okay, den fand ich auch ganz gut. Langsam kriege ich das Gefühl, sie mögen mich nicht besonders. Herr Haselnuss, ich muss Sie doch sehr bitten. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Aber du hältst dich nicht ans Buch. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich werde mich mehr bemühen. Das will ich doch hoffen, du nichtsnutziger Amateur. Jo. Wo waren wir? Ah ja. Mächtige Polwale brach hinter Jerry durchs Eis. Und mit mächtiger Stimme sprach er. Du hast dich tapfer geschlagen. Ist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen.
Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Es ist an der Zeit, aufzugeben. Loszulassen. Lass dich mit mir in die kalte Dunkelheit unter dem Eis gleiten. Okay, wir sind wieder am Werk. Dann schauen wir uns mal um. Wir haben hier einen Weihnachtsbaum, eine Zuckerstange und hier drüben ist noch ein Ventilator. Okay, den kann man aber nicht benutzen. Da ist der Nagel. Ozean. Dann nehmen wir mal die Zuckerstange. Eine riesen Zuckerstange. Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal daran lecken. Nö, muss Sie er nicht. Sie wollen doch nur, dass meine Zunge festfriert. Genau. Endlich hast du mal das Skript gelesen. Na dann mal los. Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Sehr vollbildlich. Aber wir nehmen sie natürlich mit. Der Junge ist einfach zu schlau für dich. Na, so langsam fängt das Publikum auch an zu zweifeln, oder wie? Ruhe. Ein Weihnachtsbaum. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Die Sehnsucht des kleinen Jungen nach trockenem Backwerk war kaum auszuhalten. Schmerzlich erinnerte es ihn daran, dass er seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen würde. Oh, das glaube ich nicht. Zeig es dir, du Arsch. Wie gemein! Mit dem Bann und so ist okay, aber die Mutter ins Spiel zu bringen, widerlich. Jawohl, Publikum. Ruhe. Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Baum abschmücke. Aha, jetzt haben wir auch die Lichterkette. Kann man das zusammen verbinden? Ah, das geht also. Hui, jetzt habe ich eine weihnachtliche Angel. Oh, so angelt bestimmt der Weihnachtsmann. Bestimmt. Können wir die mal in den Ozean halten? So stelle ich mir die Angelrute vom Weihnachtsmann vor. Der nimmt als Proviant zum Eisfischen sicher heiße Milch und Kekse mit. Na dann, Petri heil! Na, mal gucken, was wir dann fangen. Hatte angerissen und zog den schwächlichen Jungen in die eisige Tiefe. Nur ein Kabel. Das ist ein böser... Aal? Elektrisch. Das sieht elektrisch aus. Ja, genau. Das ist ein böser elektrischer Kabel. Aal. Der, einen Moment. Der sich um einen dürren Hals windet und mir einen tödlichen Stromstoß versetzt. Ja, genau. Sehr gut. Ich glaube, Sie brauchen mal Urlaub, wenn schon ein 12-Jähriger für Sie die Kunst machen muss. Durchaus. Na, dann mach mal. Das Kabel führt nach da hinten, wo der ganze Wind herkommt. Zieh mal ordentlich dran. Warum sage ich da hinten, wenn ich mich auf einer Eisscholle mitten im Meer befinde? Ich zieh mal am Kabel. Gute Idee. Huch, das ist ja eine Windmaschine. Na, seltsam. Na los, guckst du dir an. Da kommt also der ganze Wind her. Merkwürdig. Ich dachte, Wind entsteht durch Unterschiede im Luftdruck zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Da haben die Lehrer in der Schule wohl gelogen. Kann man nochmal dran ziehen, dass er noch ein bisschen dichter kommt? Jupp. Geht. So. Sieht so aus, als könnte man die Richtung des Ventilators verstellen. Nein, das geht nicht. Die Rotorblätter werden deine kleinen Finger stutzen. Unsinn! Befreit, NP! Schon viel besser. Danke, kleine Landläufer. Nein, 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 nein! Unser Albtraum hat ein Ende. Sehr gut, das höre ich gern. Doch viele stehen noch im Bann der Dunkelheit. Du musst ihnen helfen. Aber
Ich bin doch nur ein Hering. Und Zarov ist ein mächtiger Wal. Ich bin viel zu klein. Genau darin liegt deine Stärke, kleiner Landläufer. Jerry! Du schaffst das, Jerry! Ruhe! Wir glauben an dich, Jerry! Go, Jerry! Yay, yeah, das Publikum ist wieder voll auf unserer Seite. Ich tauche ein. Sei stark, Jerry. Und aus. Ich werde Zarov aufhalten. Gute Idee. Ich werde ihn aufhalten. Verflucht. Was können wir jetzt noch machen? Achso, den Nagel abnehmen. Ja, na klar. Nein, nein, nein. Du hast alles ruiniert. Du. Und das mit Talent. Jerry entfernte den Nagel. Und damit haben wir den vierten Nagel. Ihm wurde klar, dass all dies nur ein böser Traum war, in dem er und seine Freunde gefangen waren. Er verstand, dass er den Traum verändern konnte. Aber... Denn es war sein Traum. Du kannst doch nicht... Der unfreundliche Mann gratuliert Jerry. Glückwunsch, Junge. Du hast es geschafft. Und ist plötzlich viel netter als zuvor. Wirklich fantastisch, Jerry. Mann, war das alles seltsam, aber du hast den Durchblick behalten. Ganz großartig. Ende. Applaus, meine Herrschaften. Jerry Hazardous. Und so schreibt man seine eigenen Geschichten. Zugabe! Nee. Dann wacht Jerry schließlich auf. Und somit verdunkelt sich der Bildschirm. Und wir werden sehen, was jetzt geschieht.